Alles Okay. okay. In den neuen Räumen ist komischerweise nichts. Was ist das? Ein Ein Klavier? Flügel, ja. Im Kamin ist eine Öffnung. Da muss ich bestimmt das Klavier reinschieben und verbrennen. Klappst das zusammen? Ja. Oh mein Gott. Im Kamin ist eine Öffnung. Eine Öffnung für eine Schlange. Oh Gott. Da kommt sie wieder. Junge, mach was. Ein Gut, Mädchen dass bin ich ich. Bazooka dabei habe. Ey, mach doch was. Mach. Ey, hallo? Geht's noch? Ich hab die Bazooka. Doch, die hab ich. Oh, Gott Ja, sei gut, Dank. dass du dabei hast. Schieß drauf. Hilfe! Ups. Hilfe! Oh, ich sehe die nicht. Scheiße! Schieß! Schieß! Nein, nein. Schieß! Hilfe! Nein! Was Oh, machst du? ich glaube, ich wurde gerade aufgefuttert. Ich hab's irgendwie auch gerade gemerkt. Ja, ich bin tot. Nein. Keine Leiche ist zu sehen. Ja, ich bin ja auch im Bauch der Schlange. Oh Mann! Verdammt. Spielladen? Ey, das ist voll fies. Wir haben nicht mehr gespeichert, oder? Nee. Aber wir wissen, wo wir hin müssen. Ja. Ja. Mann. Okay, also wir wissen ja, dass dieser eine Raum total sinnlos ist. Da gehe ich jetzt Mit auch der nicht hin. Schlange. Nee, wo der Hunter war, weil der Schlüssel, der ging ja eh nicht. Ich habe ja keinen Schlüssel Nee, gehabt. nee, 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 ja, nee, jetzt Deswegen, wissen wir und jetzt. Ist links, doch gut. das hat ja auch nichts gebracht. Also gehe ich gleich in die zweite Etage hoch. Wir lernen aus unseren Fehlern. Wir lernen aus unseren Toten. Oder aus unseren Toten, genau. Genau. Also dort ging es nicht, dort ging es nicht. Also die erste Etage ist voll für den Arsch. Also gehen wir. Ist alles voll für den Arsch. Das ist alles total Schwachsinn. Was machen wir hier überhaupt? Keine Ahnung. Aber besonders das Tolle ist, Ja. ich habe ein Problem. Wenn ich jetzt von hier die Treppe hochgehe, bin ich von Hunter umzingelt. Wobei ich kann von hier unten schießen. Das ging. Ja, genau. Wenn sie so blöd sind und wie die Zombies so an deinen Treppenansatz kommen. Wohl, wollen wir mal hoffen. Hunter? 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 Hunter! Hallo? Ich gehe am besten. Hoppala. Hoch? Die Hunter sind alle Poker spielen. Oh mein Gott. Hunter? Auf, beweg dich. Hinter mir ist einer, das weiß ich. Hörst du auf zu trinken, wenn ich hier voller Panik schieße? Ist ja furchtbar. Ich renne jetzt einfach mal durch. Hörst du Es auf? hat gerade so plopp gemacht. Ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich tot. Das war mein Ende. Oh mein Gott, ich habe hab gar keine Bazooka dabei. Wieder zurück. La 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 la. Chippidoppida. So, was habe ich denn Musst du alles einfach Heftiges trinken dabei? geben. Ich wollte nämlich gerade die Bazooka anlegen. Ich dachte mir, nee, das machst du nicht erst, wenn du drinne bist. Und jetzt habe ich keine dabei. Ich hätte einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Das ist auch gut, weil die brauchen wir jetzt nicht. Ja. Aber ich habe gewusst, die Schlange kommt irgendwann wieder. Ja, ich hoffe, das war jetzt gleich das letzte Mal. Ich hoffe Boah, auch. ey, mir krabbelt's voll am Rücken. Also vor Schreck. Ich hab so Panik. Babyspinne. Ja. Okay, was brauchen wir denn nicht? Das Farbband kam weg. Die Säurepatronen könnte ich mal mitnehmen. Und die Bazooka muss mit. Ach nö. Außer wir gehen zur Schlange wieder. Ja, wir gehen zur Schlange. Ja gut, dann nimmst du mal mit. Vielleicht sollte ich mir noch mal Heilung mitnehmen, ha? Ja, noch ein Kraut. Sicher ist. Aber ich weiß nicht, ob es halt langt, die 5 Brandmunition für die Bazooka. Das weiß ich halt nicht. Oder du legst mal die Munition weg von der Pistole. Du hast recht. Weil wir haben ja genug. Junge, was machst du? Hast du Willst du gehört, mich oder? umbringen? Sag bloß, ich hab doch nur genossen. Ja, du hast nur genossen. Ich genieße das Ganze nicht.
Ich hab schon mal die Bazooka dran. Ich schließ meinen ganzen Stress aus. Ach ja. Erinnere mich, wenn ich jetzt gleich von hinten angegriffen werde, nicht die Bazooka nehmen. Nein. Sofort Menü und umwechseln. Renn. Hast du die Bazooka in der Hand? Ja. Sag mal, bist du... Was denn? Ich hab Panik. Ich denk gerade, was ist denn das, was die in der Hand hat? Sieht nicht wie die Schrotflinte aus. Denk ich mal. Nee, ich hab halt Angst. Hast du die Bazooka in der Hand? Also ja. Das gibt's doch nicht. Sie haben dies gerade benutzt, Helmschlüssel. Achso, stimmt, du gehst ja zur Schlange rein. Genau. Deswegen habe ich meine Bazooka schon angelegt, weil ich die Zeit nicht habe. Lalalala. Aber. Was denn? Nee, nix. Ah ja, besonders, guck mal, so ein schöner Zeitpunkt. Bam, fertig. Nochmal. Bam, fertig. Schieß drauf. Da ist ein Loch. Ich kann da noch gar nicht. Und nochmal. Nochmal, Auto. Und nochmal. Und nochmal. Nochmal. Los, komm. Nochmal. Schissla. Oh mein Gott, ich muss nachladen. Kombi? Ja, oh Gott, gut, ich hoffe, das reicht. Schieß! Ist er tot? Ist er tot? Nein, immer noch nicht. Schieß! Achso, ich bin gleich tot. Achso, verstehe. Ja. Ich habe verstanden, ist die tot? Ich habe gesagt, die frisst sich auf. Aber gut. Oh nein, ich habe eine Munition verschwendet. Nein, lauf. Oh, mach doch mal. Ey, verdammt. Du, was machst du? Was machst du? Lauf doch mal weg. Ah! Lauf. Ich glaube, die ist tot. Was? Ich glaube, die ist endgültig tot. Ah, die ist tot. Weißt du, was geil ist? Das war nämlich meine letzte Munition. Ja, wir haben 12 Dinger verballert. Naja, nicht ganz. Es waren 11. Vielleicht hat die Säure-Munition mehr gebracht als die Brandmunition. Scheiße, ich glaube es auch. So Brandmunition ist... Ja, hast du mir was gemerkt, weil... Na, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber... Das heißt, ich muss mir das jetzt gerade mal geben, dass das Ding hier jetzt langsam Stück für Stück verschwindet. Das beruhigt dich jetzt. Ja, das beruhigt mich total. Könnten die Hautfetzen bitte auch verschwinden? Hallo? Oh, mein Babyschlangen kommen ist. Hallo? Hautfetzen weg? Naja, dann halt kannst nicht. Kannst ja mal probieren, vielleicht schmecken sie. Warte mal, vielleicht ist hier was jetzt in der Öffnung drin. Im Kamin ist eine Öffnung. Ja, jetzt kommt gleich noch eine Schlange raus, oder was? Also ich werde jetzt aber erstmal runtergehen und speichern, weil wir haben jetzt so viel geschafft. Ja, vor allem... Einen bösen Bossgegner besiegt. Ja, die Schlange. Und ich wette, wir können durch das Loch runterfallen, dann dort in diesen einen komischen Raum zu kommen, den wir bis jetzt noch nicht so betreten könnte konnten. Könnte durchaus sein, ja. Der von innen verschlossen ist, wo ich in den bösen Gang reinkomme. Wo ich vor allem sterben werde. Ich muss jetzt echt mal Bazooka wieder sparen. Mhm. Wobei ich die Bazooka eigentlich bräuchte für den Gang mit den zwei Handern. Ich brauche neue Munition. Nicht. Ich weiß nicht. Je nachdem, was uns noch erwartet. Also, das stimmt auch wieder. Hast du ja eben schon gemerkt, ey, wir haben 12 Dinger verballert. Kann es noch schlimmer sein? Ich frage mich, bei wie viel Prozent wir vom Spiel eigentlich sind jetzt momentan. Ich weiß nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ich schon. Nein, das ist so eine Art wie dein Herzinfarkt ist jetzt in ein paar Minuten vorbei oder du wirst noch ewig leiden. Irgendwie sowas. Das hätte ich schon ganz gern gewusst. So, also erstmal Farbband. Also für alle, ich will nicht wissen, wie lange wir es noch haben. Ja. Okay. Oder du? Sprengmunition, oh, wir haben ja noch Zeugs dabei, ist ja geil. Wir brauchen Heilungsspray, ne? Eine oh mein Heilung Gott, wir haben gar Fall. Keine Kräuter mehr. Wir haben nur noch Heilungsspray. Ja, aber echt nur noch Heilungsspray? Ja. Haben wir keine Kräuter mehr? Nee. Wir müssen keine bald wieder losziehen und Kräuter kaufen, holen. Kräuter kaufen. Irgendwo muss die Kräutertante stehen. Ja. Nee, müssen wir wirklich machen. Also, draußen in diesem Haus gab es ja noch was. Ja. Wo ja so viel war, auch unten, wo die Haie waren. Da haben wir ja auch noch Kräuter.
Das müssen wir dann aber offscreen machen, würde ich sagen. Ja, ja, mit den Kräutern. Ja, ja. Das können wir jetzt klein machen. Also 10 Minuten haben wir jetzt noch und dann würde ich sagen, machen wir den Kram offscreen. Dass wir ein bisschen Heilung wieder haben. Ja, brauchen wir. Ja. Von den Heilungsspreisereien können wir nicht leben. Wieso hatten die keine Waffe in der Hand? Mädchen, was tust du für Sachen? Selbst im Safe Room. Also das geht mir zu weit. Okay, Magazin. Scheiß direktes Gewehr, ey. Das ärgert mich heute noch. Mit dem Magazin? Mhm. So, da ich jetzt total verwirrt bin, ach ja genau, ich will hoch in das Loch gehen. Genau. Meinst du, wir können runterspielen? Ja, ich denk mal. Weil anders kommen wir nicht in den Raum, der ist von innen verschlossen, es gibt keinen anderen Zugang. Naja, dann denke ich mal. Aber da war so ein komisches Zeichen in dem Raum, also wie so eine Art Fahrstuhl sah das aus. Und ich denke mal einfach, dass wir uns entweder runterhangeln oder dass wir einfach uns runterkullern lassen, wie es auch bei den Treppen war. Runterjumpen. Ja. Chill Jump, das ist so gut. Chill Jump, yes! Chill Jump, chill. Jump, chill, Jump. Beer, Chris, Beer. Oh Mann. Ich hoffe, dass ich nicht direkt vor offenen Hunter geworfen werde. Und das ist so umringt von 5 oder 6. Ja, Hunter. Schön. Aber ich habe ja gespeichert. Es ist zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen. Oh, wer kommt da? Es kann kein Hunter sein. Ein Hunter? Oh, Gott sei Dank. Barry. Barry. Oh. Have you found anything interesting? Nur ein Loch. Yes, but I can't see very well. Geh mal gucken. How about going down to check by yourself? I have a rope. Schön. Oh, do you? Well, then I'll try. Die sind ja voll mutig, unsere Kelly. Wait. Ich hab Angst, wie du. Ich mach mir gleich die Buchse. Richard gave this to me. The radio is a keepsake Alter. From him. Oh, ein Funkgerät. Richard. Achso, von Richard. Scheiße, jetzt habe ich noch mehr Items dabei. Sie haben Folgendes genommen, Funkgerät, aber was bringt denn mir das jetzt? Funkgerät von Richard wohl gemeint, ja. This is more useful to you than me. Ready to go? Ja, das ist für dich bestimmt viel wertvoller als für mich, weil das die Zombies anlockt und die Hunter. Ein Funkgerät. Oh oh. Hey, what's going on? Barry, was sollte das denn? Sorry, Jill. Das ist das. I'll go and get another rope. Oh shit! Barry! Oh scheiße, ich hab's versagt. Na toll! Warte kurz, ich hol mal schnell ein Seil, während die ganzen Spinnen und Hunter auf dich zukommen. Ja, das ist so klasse. Ach, wir sind in diesem Kleingang. Barry ist so ein Schussel, ey. Also echt. Oh schön, hier ist sogar schon eine Grabstelle für uns. Ganz klasse. Oh, ich hab's verpatzt. Ach nee. Welcher Idiot lässt denn das Seil fallen? Oh, warte, ich hol ein neues. So ein Idiot. Oh mein Gott, ich habe keine Schrot. Ach doch, hier. Doch. Der Barry ist echt der Knaller. Da ist ein Schalter, möchten Sie ihn? Also echt, ey. So ein Homo, ey. Mann. So ein Hallo so ab, ey. Lässt er einfach das Seil fallen? Besonders, oh, es ist besser, wenn du selbst runtergehst und guckst. Ja, genau. Ach ja, jetzt holt er sich ein anderes Seil. Was denn du? Hey! Are you there, Jill? Ja? Ich finde kein Seil mehr. Schnappt er das Seil runtergeschmissen komplett. Barry, du Idiot, du musst mich doch hochziehen. Das ist echt dumm. I'm sorry, Jill. I didn't know that was going to happen. Sorry. I was really careless. Are you okay, Barry? Nee, maybe nicht you're getting tired. Wir haben nicht gesagt. Don't worry. Jill, I found Oh nein. Ach nee, wir auch. Ein Seil unten. Oh, Passcode. Oh, cool. Passnummer 8108310. Ist bestimmt für die Tür. Ja, garantiert. Passcode wurde gespeichert. Thank you. I'll take this then. Du Idiot, Barry, du Idiot. Jetzt musst du unten erstmal das Seil wegräumen. Ich
bin so fassungslos gerade. Nee, vor allem, jetzt sagt er nicht, wo er hin will. Ja, einfach weg. Okay, dieses Passcode-Ding, das war auf der linken Seite, ne? Diese Räume. Ja. Kann das sein? Ja, ich glaube schon, oder? Ich denk schon, oder ja. War das unten auf der ersten Etage? Nee, das ist links, weil da ist diese Treppe. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder. Das sind die zwei Räume dort. Ah, genau. Ja, genau. Und verstehe. Dann auch, ja, schon richtig. Aber ich werde jetzt, glaube ich, nochmal in das Loch runtergehen. Okay. Denk dein Seil, möchten Sie hinunterklettern? Ja. Diesmal ist Ui nicht da, der ist uns hinterherfuckt hier. Uiuiui. Da ist eine Leiter, möchten Sie hinuntersteigen? Nein, aber ich muss. Das Spiel sagt sonst, es geht nicht weiter. Hallo? Geht's weiter? Hallo? Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Nein. Was ist los? Das Spiel hängt. Naja, oder? Doch irgendwie schon. Leiter? Hallo? Vielleicht dauert's kurz. Leiter? Oder Chill hat was gesehen, hat Angst, sich zu bewegen. Ja. Oh, mein Fuß klemmt gerade. Du. Dam, dam. Leiter? Dum, dum, dum. Ja, hallo? Leiter? Vielleicht ist das so eine Art, sie hätten zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht runtergehen dürfen, Problem. Dann hätte man es auch nicht öffnen dürfen. Ja. Och, blöd. Ich denke. Ich glaube, ja. Wir sollten mal. Und so weiter. Aber da werde ich mal die Aufnahme ganz kurz stoppen und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss. So, wir sind wieder ganz kurz da für euch. Und zwar wollten wir euch noch diese Sequenz zeigen mit der Eingangstür. Ja, die ist so spektakulär. Absolut. Also, die müssen wir einfach zeigen. Genau. Lalalalalalala, viel Glück und so weiter. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn hier? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo wir sind. Muss ich ernsthaft zu... Oh Gott! Ich weiß es wieder. Das war ja der Raum. Ah, ne, dass wir schon durch die Tür gegangen sind. Sicher? Das kann gut sein. Wir müssen es mal gucken. Ansonsten ist die Aufnahme nicht existent. Ja. Ach scheiße, hier komme ich auch nicht durch. Ja. Toll, also hier müssen wir ja früher oder später auch nochmal rein. Bin ich sonst auch immer diesen Umweg gelaufen? Boah, diese dumme Katze. Ja, das ist so eine Katze, die versucht, die Tür aufzukriegen. Kann das auch, aber... Achso, so eine Türklinke, ne? Ja. Oh, und so. Also wenn jetzt hier gleich die Tür aufgeht und ich schreie, dann war es die Katze. Boah, ey, das ist die Katze voll. Haupthalle. Bin mal gespannt. Übelst. Also ich sage, es geht nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so das Gefühl. War das echt bei dem? Ich dachte, bei dem anderen Spielstand. Ja, da sind wir direkt in der Halle gestartet. Ja. Und das war Spielstand 7, das weiß ich noch. Das ist Spielstand 5 gewesen. Und? Haha, ich wusste es. Der Kopf. Genau, und dann hatten wir nämlich das Problem, es ist einfach zu gefährlich, nach draußen zu gehen. Ich glaube, sowas sollte man ganz am Anfang des Spiels machen, wenn man gerade hier reingekommen ist oder so. Ja, aber eine gewisse Person war zu neugierig. Ich war einfach zu neugierig. Ich dachte mir, Mensch, wir haben doch letztens drüber geredet. Da muss doch was sein. Wir haben es noch nie ausgetestet. Ja. Naja, mehr wollten wir euch eigentlich auch gar nicht zeigen. Ja, genau. Den Rest behalten wir für uns. Ja, den behalten wir für uns. Genau. Okay, also dann, das war's dann erstmal komplett so von uns und so. Genau, ja. Und für heute jedenfalls. Wir werden nächste Woche weitermachen. Frisch und munter, ohne Angst und Panik. Ja. Wird schon werden. Alles klar. Jo. Okay, dann bis dahin. Jo. Ciao. Tschüss.